Ihr schaut an Level TV und zwar bin ich hier in einer Galerie Karstadt, Kaufhof, Entschuldigung, mit einem Tuxdroid von Kizu oder Kishu, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man die Firma hier ausspricht. Der Tuxdroid Pinguin kostet 100 Euro und der kann euch Tweets, Facebook-Messages, eure E-Mails von Gmail vorlesen, euch morgens wecken, das Wetter auch noch ansagen, RSS-Feeds lesen und ja, eigentlich alles Mögliche machen. Er leuchtet, wie ihr sehen könnt, leuchtet er mit den Augen und er kann auch sprechen bzw. mit den Armen wackeln. Wenn man oben auf den Knopf drückt, gibt es hier eine Standard-Message. Hallo, ich bin Tuxdroid und möchte dir einige meiner Tricks zeigen. Schau dir das Video an, es zeigt dir alles, was du über mich wissen musst. Ich hoffe, wir sehen einander bald. Für 100 Euro kann man sich so ein Gerät schon mal kaufen als Kleingag oder vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Ich habe das bis jetzt ja noch nie irgendwo gesehen. Auf der Cebit war das auch nicht ausgestellt, aber es ist ganz witzig. Für 99 Euro im Galeria Kaufhof. Für Endeavor TV, das war Balaschka mit dem Tuxdroid von Kizu.